Es gibt eine Tätigkeit, die alle Menschen ausnahmslos sehr gerne machen. Kannst du es erraten? Wir machen es gerne, wenn wir im Garten arbeiten oder bei der Arbeit im Allgemeinen, wenn wir Auto fahren, beim Sport, beim Essen oder auch hier in diesem Video hörst du es zum Beispiel im Hintergrund. Es ist das Hören von Musik und da sind die Geschmäcker sehr verschieden. Vor Beginn meiner Ernährungsumstellung, auch mit dem Projekt hier, habe ich sehr viel Metal gehört und dann mit dem Beginn und meiner Ernährungsumstellung vor 7 Jahren habe ich mich jetzt mehr Mozart, Vivaldi oder auch sehr entspannende Tai Chi und Shaolin Tempelmusik gewidmet. Einfach aus dem Grund, weil es halt mich runterbringt, gut für mein Gemüt ist, sehr ruhig und entspannend auch wirkt und ich auch gemerkt habe, dass es für meine Arbeit sehr wertvoll ist, um den Fokus auf bestimmte Arbeiten zu richten. Es hilft mir dabei, produktiver zu sein, ohne dabei einen lästigen Leistungsdruck zu haben. Und nicht nur wir können unsere Leistung und Lebensqualität mit Musik verbessern, sondern das gleiche gilt auch für unsere Pflanzen, denn die hören auch sehr gerne Musik. Bevor jetzt noch einige sagen, ach, was redet dieser esoterische Schwurbler da? Es gibt einige Studien und Versuche, die auch belegen, dass durch Musikeinfluss die Pflanzen ertragreicher werden und auch besser wachsen. Zum Beispiel ist es bei sehr vielen italienischen Winzer gang und gäbe, ihre Trauben mit klassischer Musik zu beschallen. Da aromatischere Früchte, die auch größer sind, die Blätter werden auch von den Pflanzen größer und das gleiche hat man auch bei Tomaten festgestellt. Aber woran liegt das Ganze? Die Zellmembranen der meisten Pflanzen sind dazu in der Lage, Lärm, Musik, Geräusche, dein Gebabbel auch mit wahrzunehmen. Na, du süße Traube, hängst du hier öfters ab? Die Art der Musik und die Lautstärke spielen eine wesentliche Rolle. Heavy Metal zum Beispiel kann negative Auswirkungen haben. Bestimmte Schallwellen und Frequenzen öffnen die Poren der Pflanzen, können das Wachstum fördern oder auch das Absterben der Pflanze begünstigen. Wusstest du, dass Pflanzen Geräusche für die Orientierung nutzen? Das fand man in einer wissenschaftlichen Studie der Universität Western Australia, in der man beobachten konnte, dass die Erbsenkeimlinge Richtung des fließenden Wassers ihre Wurzeln ausstreckten. In einer weiteren Studie an der Universität Missouri im Jahr 2014 fand man auch heraus, dass kresse Gewächse, sobald sie Fressgeräusche von zum Beispiel Raupen gehört haben, dass sie automatisch hier chemische, toxische Stoffe vermehrt gebildet haben. Macht es mein Salat auch, wenn ich direkt vor ihm ein paar Salatblätter esse? Müsst ihr mal schauen, ob er bitter wird. Hast du dich schon mal gefragt, warum Vögel schon vor dem Sonnenaufgang mit dem Zwitschern beginnen? Leiten damit den Tag für die Pflanzen langsam ein. Denn durch die Geräusche, die Töne und die Frequenzen wissen die Pflanzen schon langsam, dass jetzt bald die Sonne aufgeht und dass sie hier ihre Poren für die Atmung des Pflanzenwachstums öffnen sollen. Noch ein Grund, viel mehr für unsere kleinen Piepser zu machen, weil sie einfach uns dabei unterstützen und helfen, mehr im Garten zu ernten, wenn nicht sogar doppelt oder dreifach so viel, unsere Pflanzen kräftiger wachsen und dadurch auch weniger Probleme mit Krankheiten eventuell bekommen, wodurch wir weniger machen müssen und wir einfach das wunderbare Konzert der Natur genießen können. Das mache ich wirklich sehr gerne, einfach mal 10 bis 15 Minuten den Vögeln bei ihrem Gezwitscher zuzuhören, weil mir es einfach gefällt und man super entspannt und runterkommen kann. Ich liebe meine Stare wirklich sehr. Seit einigen Wochen dürfen meine Pflanzen im Folientunnel klassische Musik hören. Nimm da einfach mein Handy in die Hand, öffne YouTube und schau einfach nach 432 Hertz Musik. Klassische Musik ist dann meistens Mozart oder Vivaldi und das lasse ich dann für einige Stunden am Morgen am Tag laufen. Kann dann hier so ein paar Vergleiche auch machen, weil es nur auf einer Seite vom Folientunnel ist, damit ich so einen kleinen Testvergleich halt habe, ob das wirklich was hilft oder nicht und schaue einfach, wie das Wachstum und der Geschmack der Früchte sich auswirkt bei denen, die klassische Musik gehört haben und bei denen, die nicht klassische Musik gehört haben. Rede auch herzhaft mit deinen Pflanzen und hauch sie an für das CO2, denn das lieben sie nämlich. Sie werden es dir mit einer reichen und aromatischen Ernte danken. Außerdem baust du Stress ab, entspannst dich noch dabei und hast gute Laune. Gute Voraussetzungen für ein langes Leben. Für ein langes Leben ist es auch wichtig, sein gesundes Obst und Gemüse anzubauen. Dabei kann ich dir helfen
oder auch zum Thema Gesundheit, Fasten, schleimfreie Heilkost und sich von chronischen Krankheiten leiden, kann ich dir auch dabei helfen. Habe ich hier schon einige Videos auf meinem Kanal gemacht, werde ich dir hier an der Seite auch zwei spannende Videos verlinken. Nichtsdestotrotz kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben auf meinem Kanal, damit ich einfach sehe, welche Themen euch gefallen und welche nicht, welche neuen Videos ich auch mache, dass ich einfach das so ein bisschen bewerten kann für mich, was euch gefällt und was nicht, damit ich den Content dann auch auf euch anpassen kann. Gerne auch unten in die Kommentare schreiben, wie du zu diesem Thema stehst, ob du es auch machst und praktizierst, ob du auch hier so Eigenstudienfälle gehabt hast. Kostenlos abonnieren, damit du kein weiteres spannendes Video hier verpasst und deine Lebensqualität verbesserst. Weitere Informationen, kostenlose Inhalte findest du auch auf meiner Webseite, hier auch meine ganzen Angebote, Services und Dienstleistungen, zum Beispiel auch meine Saatgutliste, damit du hier sortenreine Sorten bekommst, die in immer kräftiger und robustere Pflanzen hervorbringen. In diesem Sinne gönne ich mir und meinen wunderbaren Pflanzen noch etwas Vivaldi. Genieß noch den schönen Abend, hoffe, das machst du auch und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.